Also gut, wir haben hier eine 3,5 Meter lange Leiter, die wird an eine Mauer gelehnt und reicht dort bis in eine Höhe von 2,8 Meter. Berechnen Sie den Neigungswinkel, den die Leiter mit der waagerechten Bodenfläche einschließt. Zeichnen, zeichnen, zeichnen. Also wir haben eine senkrechte Mauer hoffentlich. Die ist irgendwie hergezeichnet, das ist unsere Mauer. Wir haben hier den Boden, der hoffentlich waagrecht ist, von dem müssen wir ausgehen, sodass wir hier gleich mal einen rechten Winkel irgendwo haben. Und da wird jetzt eine Leiter angelehnt. Die Leiter hat eine gewisse Höhe, eine gewisse Länge, nämlich 3,5 Meter. Schreibe ich gleich mal da her. Und sie reicht in eine Höhe von 2,8 Meter. Das heißt, ich habe eine zweite Größe sofort gegeben, nämlich das da, 2,8 Meter. Berechnen Sie den Neigungswinkel, den die Leiter mit der waagerechten Bodenfläche einschließt. Also gefragt ist, vielleicht einmal grün, dieser Winkel. Ich nenne jetzt bewusst nicht Alpha, sondern ich nehme jetzt mal wieder was anderes, damit wir andere Winkel kennenlernen. Psi. Mistgabe. Wir haben zwei Seiten gegeben und suchen einen Winkel. Das ist so eine klassische Umkehraufgabe. Welche zwei Seiten haben wir gegeben? Wir haben von einem rechtwinkligen Dreieck eine Kathete und eine Hypotenuse gegeben. Also kann ich mal nichts mit dem Tangens anfangen. Mal vollkommen klar. Welche Katheten habe ich gegeben? Zum Winkel Psi ist es die Gegen- oder Ankathete? Die 2,8. Gegenkathete. Also wir haben Gegenkathete und Hypotenuse. Schreit also noch am Sinus. Schreiben wir uns das langsam auf. Das Sinus von dem Winkel Psi ist also, vielleicht schreibe ich es nochmal her, Gegenkathete durch Hypotenuse, damit wir es nochmal wiederholen. Mit den von mir bekannten Zahlen, Gegenkathete ist 2,8, Hypotenuse ist 3,5, eh alles in Meter angegeben. Wir haben also das Verhältnis gegeben. Ich rechne das einmal geschwind in Zahlen aus, damit ich ein bisschen besser drüber reden kann. 2,8 durch 3,5 ergibt 0,8. Geht sich genau aus, wenn man es nicht kürzen kann. Wir haben das Verhältnis zweier Seiten gegeben und so den Winkel damit berechnen. Vorher haben wir es gerade anders gehabt. Vorher haben wir einen Winkel gehabt und haben damit eine Seite berechnet. Jetzt habe ich das Verhältnis zweier Seiten gegeben und so den Winkel berechnen. Wir brauchen das umgekehrt. Wir brauchen nicht den Sinus von Psi ist 0,8, dass ich jetzt Sinustaste Druck am Taschenrechner oder Sinus ausrechnen, sondern wir brauchen das Umgekehrte. Die Variante, die ich das letzte Mal schon gesagt habe, beziehungsweise gibt es zwei verschiedene. Entweder man nimmt am Taschenrechner das Inverse, das Sinus hoch minus 1 steht es meistens dort am Taschenrechner von 0,8, oder der Atan. Dahinter versteckt sich der Arcus-Tangens, Arcus-Sinus, Entschuldigung, von die 0,8. Je nachdem, was der Taschenrechner hergibt. Manchmal muss man die Tastenkombination Inf Sinus drücken für Invers Sinus. Und dann kommt der Winkel heraus. Nämlich Atan von 0,8 ist gleich. Ah, der Atan, wieso gebe ich schon wieder den Atan nennen? In der A-Sinus, sorry. A-Sin von 0,8 ergibt mir den Winkel von 53,13 Grad. Haben wir also einen Winkel zwischen der waagrechten Bodenfläche und der, wie die Leiter steht, von 53,13 Grad. Ist vielleicht für Leiter sehr flach, kommt man irgendwie sagen, aber das ist das Ergebnis.